So, da sind wir und weiter geht es. Ich habe jetzt die Staatsstärke gesenkt von Achaea, so dass wir so eine Errungenschaft, so eine Schlacht machen können auf die Seite von Athen. Denn wir haben nur noch einen Kultisten und der erscheint, denke ich mal, den schalten wir dann frei, Kämpfe auf dem Schlachtfeld von Achaea für Athen. Der letzte Kultist. Genau, das hat jetzt voll lang gedauert, echt, bis ich das jetzt, die Stärke gesenkt habe. Ich habe jetzt mehrmals hier die Festung gemacht, hier. Wieso steht denn da unentdeckter Anführer? Den habe ich doch schon gekillt, ey. Das ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich das jetzt endlich freigeschaltet und wir machen jetzt mal so eine Errungenschaft, so eine Schlacht und dann bin ich mal gespannt, ob der dann kommt. Deine Anwesenheit ist ein gutes Zeichen. Es heißt, dass Zeus auf unserer Seite ist. Logo. Nur Zeus ist auf Zeus Seite. Dein Schwert wäre eine große Unterstützung in der Schlacht. Hilfst du uns, die Spartaner nach Hause zu schicken? Meine Klinge gehört dir. Ich kämpfe für Athen. Du wirst deinen Anteil bekommen, doch erst müssen wir siegen. Alles klar, dann leg mal los jetzt. So, kannst loslegen. Wo sind die jetzt wieder? Wir müssen die wieder suchen. So, der eine ist schon weg. Noch so einen roten. Voller Schlachtfeld. Lass mich da durch. Zack, der nächste. Okay, wo ist jetzt ein anderer? Wo seid ihr? Zeigt euch. Warte, da hinten. Das ist der, das ist der. Das ist der Sack. Alles nur wegen dem. Echt. So, was machen wir mit dir? Ja, warte. So. Rechts-Links-Kombination. Der war gut. Der war gut, nein. Ich bin tot, ich kann mich nicht heilen. Heil dich doch jetzt mal. Weiß ich, muss so einen leichten finden. Kann ich mich schon mal heilen? So, wo ist jetzt der? Oh, sorry. Der markiert hier irgendwelche Leute. Alter, was hat er denn für ein... Wo ist er denn? Der macht mich kalt. Echt scheiße, echt. Alter, guck dir mal, was da für ein Fallschaden macht. Alter, weg. Thank you.
Der haut um sich um. Wie so ein Bekloppter. Verrecke, letzter Kultiste. Aber wir müssen die Schlacht noch gewinnen. Oder muss ich den noch tot bestätigen? Ist das ein Gemetzel? So, machen wir das. Voll im Wahn jetzt. Ist da noch einer irgendwo? Ich glaube, wir haben's. Lauft weg. Ich hab schon eine Palasterscheinung wurde getötet. Cool, Alter, echt. Heftig, ey. Heftig, was für eine Aktion. Helden des Kults. Quest abgeschlossen. Cool, Alter. Das hat echt lange gedauert. Ein Neuanfang, neue Quest. Tritt das Versteck des Kults des Kosmos. Warte, erstmal hier gucken. So, wir haben die jetzt alle, ne? Okay. Warte, wo soll ich jetzt hin? Dahin. Betritt das Versteck des Kultes Kosmos. Alter, das machen wir direkt dahin. Tempel des Apollon. Das machen wir direkt. So. Das Versteck war ja hier, ne? Was passiert jetzt? Wir haben alle Kultisten, ne? Yes. So cool. Was? Myrene? Sag bloß, Myrene ist der Boss, ey. Alter, dann mach ich das aus.
Jetzt geht's ab. Alexios. So hätte es nie sein sollen. Vor Jahrzehnten versammelte sich eine kleine Gruppe von Menschen und stellte eine Theorie auf, die das Universum kontrollieren sollte. Dass die Welt zu gleichen Teilen aus Ordnung und Unordnung bestünde. Doch einige von ihnen verfielen den Verlockungen des Chaos. Der Kult des Kosmos ward geboren. Sie missbrauchten ihre Macht, stürzten die griechische Welt in einen ewigen Krieg, den du bestimmt warst zu beenden. Du zerschlugst den Kult, woran ich zuvor gescheitert war. Du bist ein Held. Doch das Ungleichgewicht fordert seinen Tribut, mein Kind. Denn ohne Chaos herrscht vollkommene Ordnung, ohne jeden Fortschritt und Freiheit. Doch es gibt Hoffnung. Hoffnung in dich und die Zukunft, die du bringen wirst. Wir müssen unsere Fehler korrigieren. Nimm den Stab. Repariere den Riss im Universum. Die Welt auf deinen Schultern, Alexios. Du musst wieder dieser Held sein. Nun, du hast es also gesehen. Es ist wunderschön. Nicht wahr? Was machst du denn hier? Das letzte Mitglied des Kults ist tot. Oder so gut wie. Was? Es ist wahr. Ich war ihre Anführerin. Aber was? Nur für einen kurzen Moment. Als deine Schwester auftauchte, hat das all unsere Pläne umgeworfen. Ich fasse nicht, dass du Teil des Kult bist. Konntest du gemeinsam Sache mit dem Kult machen? Du warst ein Teil von ihnen? Ein Hammer. Teil des Kults? Die Mächte der griechischen Welt trafen in unseren Augen die falschen Entscheidungen. Der Kult wollte einen Neuanfang. Durch Korruption und Geld an dem Blut klebt? Sie töteten Menschen in einem selbstverursachten Krieg! Kriegstreiberei war eine ihrer Methoden, gewiss. Aber von uns gesteuert, bis es außer Kontrolle geriet. Und das gefiel mir ganz und gar nicht mehr. Ich dachte, Demos stand auf eurer Seite. Nicht so, wie wir es wollten. Wie du weißt, kann man sie nicht kontrollieren. Sie hat sich an das Steuer vorgearbeitet und hatte plötzlich mehr Macht als ich. Ich fasse nicht, dass du Teil des Kult bist. Echt, Malaka. Alter. Du warst also hinter uns her. Hammer. Nicht hinter euch, hinter der Blutlinie. Menschen wie Leonidas, wie du, waren eine Bedrohung. Dann traf ich dich und du hast mich überrascht. Du warst nicht wie Demos. Du hättest mich benutzen können. Es wäre einfach gewesen. Du stimmtest mich optimistisch. Ich hoffte, du könntest mir helfen, den korrupten Kult zu stürzen. Und das hast du auch, wenn auch unwissend. Du bist genau wie die anderen. Das war riskant. Du hattest keine böse Absicht. Du bist genau wie die anderen. Ihr seid alle gleich. Genau. Selbstsüchtig und zerstörerisch. Genau, genau. Am Anfang war es anders. Es ging nicht um Zerstörung, sondern um eine neue Ausrichtung. Ich verstehe es einfach nicht. Was ist mit dieser Pyramide? Wie funktioniert sie? Wieso hat der Kult sie? All das habe ich selbst versucht herauszufinden. Für mich ist es ebenso rätselhaft wie für dich. Diese Pyramide wird schon seit Jahrzehnten vom Kult angebetet. Mit ihrer Hilfe haben wir das Orakel von Delphi ersetzt. Die wichtigste Person in der griechischen Welt. Der Glaube an einen Pantheon toter Götter sollte uns helfen, die Menschheit in unserem Sinne umzuformen. Die Pyramide hat die mysteriöse Macht, in die Zeit zu blicken. Doch nur wenige Menschen können sie aktivieren. Menschen wie Demos und all jene aus deiner Blutlinie. Du hast auch etwas gesehen. Ich weiß nicht wie oder wieso, aber sie hat mir etwas gezeigt.
Was hast du gesehen? Ich sah dich. In der Vision zerstörtest du die Pyramide und den Kult. Und ich sah, was danach kommt. Nach dem Kult? Wir werden durch eine neue Art der Ordnung ersetzt. Unter der Herrschaft eines Philosophenkönigs. Es gibt eine Bewegung weg von den alten Göttern hin zu einer Gesellschaft der Vernunft. In einem Königreich, erbaut von Menschen, für die Menschen. Und ich muss jemanden finden, der sie anführt. Doch all das konnte ich mit dem Kult und ihrer Herrschaft des Chaos nicht erreichen. So ließ ich sie ihre Pläne ausführen und ließ zu, dass der Kult des Kosmos sich sein eigenes Ende bereitet. Moment. Wusste Perikles Bescheid? Ich wollte ihn beschützen, also ließ ich ihn im Dunkeln. Er wäre anderer Ansicht gewesen. Aber er sollte nicht sterben. Das ist die Wahrheit. Es war gut, dass er nichts wusste. Du hast sein Vertrauen missbraucht. Er hat dir vertraut. Aber am Ende hast du ihn nicht beschützt. Hättest du etwas getan, würde er noch leben. Die Götter wissen, ich hätte es getan, hätte ich es gekonnt. Als Deimos ihn tötete, wusste ich, dass das eigentliche Ziel verloren war. Ich gab auf. Also, wie geht es weiter? Ein neuer Fokus. Wir steuern auf eine neue Republik zu mit einer obersten Regel. Einen Traum, den ich wahrmache. Noch ist es ein Traum und kein besonders realistischer. Vergiss, was du weißt. Stell es dir vor. Vergiss die Demokratie. Nie mehr blau und rot. Nur Bürger, die für das Gemeinwohl arbeiten. Das ist Wahnsinn. Das geht nicht, das passiert. Es ging nie. Nicht Wahnsinn, sondern Aufklärung. Wenn die Menschen in Athen davon hören, werden sie verstehen, dass sie das schon immer wollten. Auch du. Ach, ich weiß nicht. Dein ganzes Leben warst du auf dich allein gestellt. Lass los. Mein Plan erfordert, dass du mir vertraust. Komm mit mir. Diese Zukunft ist mehr als ein Traum. Ich bin hier, um dich zu töten. Wir müssen das Artefakt zerstören. Du solltest gehen. Führe deine neue Republik. Ich werde nicht führen. Wir brauchen jemanden mit dem Wissen eines Philosophen und der Weisheit eines Königs. Das ist viel verlangt heutzutage. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft, Alexios. Du tust das Richtige. Das versuche ich immer zu tun. Dann verfolgen wir dasselbe Ziel. Alex, du hast noch viel zu tun, mein Kind. Alexios! Ein Sturm zieht. Ich fürchte mich nicht vor einem Sturm. Was dieser Tag wohl bringen wird? Was? Rumschau freigeschaltet. Jetzt passiert das Diadem. Goldene Statue. Ein Neuanfang. Ultis besiegt. Das passiert. Geist des Kosmos. Das Passier war der Boss. Da, wir haben sie alle. Pfui. Wir haben sie alle. Unglaublich. Hammer. Heiligtum von Delphi. Wir haben den Kult des Kosmos zerstört. Ha, das haben wir gemacht. Hammergeil. Jetzt sind die ganzen Quests auch weg hier, ne? Genau. Ha! Der ganze Stapel ist weg. Achso, der will noch ein Artefakt. Das ist, glaube ich, hier der hier. Genau, den müssen wir. Da kriegen wir da so ein Artefakt. Dann ist das Ende. Speer verbessern. Speer verbessern, können wir das machen? Inventar. 22, wir können den verbessern. Cool. Wir können den verbessern. Aber wir haben erstmal den Kult des Kosmos zerstört. Cool, alles klar.
Wir machen hier Pause. Das war's mit dem Kult des Kosmos. Mit dieser wunderschönen Aussicht. Was passiert, ey? Unglaublich. Was passiert? Voll cool. Wir haben die alle. Ich sage danke und bis gleich. Ciao, ciao.